Sondeltagebucheintrag Nummer 62 vom 19.03.2023 und ich war in etwa 3 Stunden auf der Fläche BE4 unterwegs und das habe ich mitgebracht. Also wie immer die Oberflächenfunde, war diesmal nicht so viel. Hier ein paar Plastikteile, so Plastikfolie und hier ein so ein, ich glaube wirklich Plastikteil, keine Ahnung. Und diese Glasflasche hier, ich habe erst gedacht, das würde sich vielleicht um Nasentropfen oder sowas handeln. Aber aufgrund dessen, dass dieser Ausschenker hier so komisch ist, also werden es wohl keine Nasentropfen sein. Ich habe unten mal drauf geguckt. Da steht drauf, jetzt habe ich den Namen vergessen, vielleicht könnt ihr es ja hier gerade lesen. Das hat irgendwas mit Landwirtschaft zu tun. Es werden irgendwelche Tropfen gewesen sein. Und dann kommen wir mal zu den Sachen, die ich ausgegraben habe. Hier ein Stück Schlacke. Und dann die üblichen Verdächtigen dürfen nicht fehlen. Alufolie und hier ein paar kleine Stückchen irgendwelche Metallfragmente. Absolut nichtssagend. Hier noch mehr Metallfragmente. Hier der Rest von, weiß der Henker was. Ja, und das hier ist alles ein und dasselbe. Das könnte mal so ein altes Drainagerohr gewesen sein. So ein metallenes. Ich bin aber nicht sicher, aber es sieht so aus, als ob es sowas mal gewesen sein könnte. Ja, dann hier nochmal so ein Teil, das gehört jetzt nicht dazu, das ist aus einem anderen, schwereren Material, aber tja, halt auch nur so ein Fragment. Ja, und hier einmal so ein Teil von einem Stromdraht, also wo oben mal so ein Stromdraht durchgeführt werden konnte oder allgemeinen Draht, auch nichts Weltbewegendes. Tja, dann haben wir hier einen Bolzen und Draht, unterschiedliche Drahtstückchen in unterschiedlichen Längen. Der hier war auf voller Länge, den habe ich selbst zusammengefaltet so. Der lag auf voller Länge. Dann habe ich hier einen Schraubverschluss. Ja, entweder von einer Mineralwasserflasche oder noch weiß der Henker was. Ja, und das hier, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber es könnte sein, dass das auch der Rest eines Kronkorkens hier, eines solchen Schraubverschlusses ist. Ich bin aber nicht wirklich sicher. Na, es kam so raus. Kein Plan. Ja, dann habe ich hier noch einen Deckel von Afri-Glycerin. Sehr interessant, habe ich noch nie gesehen. Und dann hier einmal so einen halben Schäkel. Das wird wohl von einem Pferdegeschirr sein, vermute ich mal. Dann habe ich hier 2 Wurstzipfel. Also die dürfen auf Feldern von Bauern ja auch nie fehlen. Und dann habe ich hier gedacht, oh ja, vielleicht ist das hier so ein Vogelring oder sowas. Aber ist es nicht. Das ist tatsächlich nur ein abgeschnittenes Stück Rohr. Mehr nicht. Dann haben wir hier noch eine Öse, eine kleine. Und noch eine halbe Öse. Und dann hier so ein Teil. Ja, keine Ahnung. Ich denke mal, da ist mal irgendeine Art von Führungsstange durchgegangen. Das ist hier irgendeine Art von einfach nur einer Kappe, damit das vielleicht hübscher aussah oder so. Keine Ahnung. Tja, dann geht es hier weiter mit dem Rest einer Schrotpatrone und dem Rest einer Gewehrpatrone. Also wie ihr sehen könnt, ist sie nicht abgefeuert. Allerdings ist hinten der Bolzen draufgeschlagen. Das ist also eine Fehlzündung gewesen. Die hier werde ich ihrer vernünftigen Entsorgung zuführen. Und dann komme ich auch schon zu den Topfunden des heutigen Tages. Als da wären diese 2 Saatgutblomben, eine davon sehr klein, ein schöner Fund. Dann habe ich eine Musketenkugel ausgegraben. Ja, und das hier, also das rechts, ist ein 10-Pfennig-Stück, vermutlich, weil, also ich sage jetzt einfach mal vermutlich, weil so wirklich was drauf lesen kann man da einfach nicht mehr. Aber so von der Beschaffenheit her, wie das Stück ist, würde ich sagen, dass es sich um ein altes 10-Pfennig-Stück aus dem Dritten Reich handelt. Und das hier genauso. Aber da ist ebenfalls überhaupt nichts mehr zu erkennen. Und wie ihr sehen könnt, ist dieses Stück auch schon fast nicht mehr da. Ja, dann habe ich hier ebenfalls noch ein 10-Pfennig-Stück aus dem Dritten Reich. Wo kommt denn jetzt dieses blöde? Ja, also ein 10-Pfennig-Stück aus dem Dritten Reich von 1931. Und da kann man schon die unterschiedlichen, ja, also man kann sehr gut sehen, ne? Diese Qualität, dieses 10-Pfennig-Stück ist wesentlich besser als dieses hier. Das ist halt die Kriegskohle, die Kriegskohle, wo man dann nachher nur noch das schlechte Material genommen hat. Und das ist halt vorm Krieg, da war das Geld halt noch in einem besseren Zustand vom Material her. Also wie gesagt, 10-Pfennig von 1931, von 1937, Entschuldigung, von 1937, hinten drauf auch noch zu erkennen, das besondere Zeichen, ihr wisst schon. Und mein absoluter Highlights-Topfund ist dann dieser Arsen-Bronze-Knopf hier. Also auch nichts Weltbewegendes. Das Interieur fehlt. Ja, also samt der Öse, aber von außen noch sehr gut erhalten. Ja, und das war's von der Fläche BE4.